dem Bauamt und hier insbesondere bei Frau Michael, dem Planungsbüro Cordula und Carsten Stanke und der Gesellschaft für Stadtsanierung bei Frau Michalk sowie bei allen Behörden, die an diesem Verfahren zügig gearbeitet haben, bedanken. Ich möchte es auch nicht versäumen, Frau Dr. Klavun vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Frau Schrepper von der unteren Denkmalbehörde anzusprechen. Wir alle haben in der letzten Zeit nur das eine Ziel, dass dieses Gebäude saniert dem heimatverendeten Wald als Heimstatt für unser Stadtmuseum zur Nutzung übergeben wird. Aber wie Sie ja alle wissen, hatten die Handwerker eine der wichtigsten Aufgaben zu erfüllen. Ihre Aufgabe war es, dieses Haus so originalgetreu wie möglich wiederherzustellen. Als ersten Schritt waren Sicherungsarbeiten notwendig, um dieses damals sehr marode Gebäude vor dem weiteren Zerfall zu schützen. Diese Arbeiten wurden von den Kollegen der ABS Wildau unter der Leitung von Herrn Ludwig ausgeführt. Auch hier meinen Dank. Mein besonderer Dank gilt auch der neuen Arbeit GmbH unter der Leitung von Herrn Galin, dem Arbeitslosenverband Teltow e.V., der unter der fachlichen Anleitung der Firma Küfner Bau im ersten Bauabschnitt ihre Arbeiten ausführten. Im zweiten Bauabschnitt wurde die neue Arbeit von der Firma Heinzelbau fachlich begleitet. Die noch notwendigen Arbeiten im Außenbereich wollen wir bis Ende Januar 2002 abschließen. Der an der Hofseite behindertengerechte Zugang zum Obergeschoss soll bis zum 15.10. dieses Jahres angebracht werden. Wenn wir noch eine Finanzierungsmöglichkeit finden, so soll auf dem Hof eine behindertengerechte Toilette gebaut werden. Die nächsten Aufgaben kommen jetzt speziell auf den Heimatverein zu. Der Umzug von der Jorgstraße zum Salzmark, wo das neue Heimatmuseum eingerichtet werden muss. Wir hoffen alle, dass wir die Einweihung im Januar 2002 feiern können. Aber das schöne neue Haus mit dem darin befindlichen Museum muss auch der Öffentlichkeit nach Möglichkeit jeden Tag zugänglich gemacht werden. Nur so kann es als Anziehungspunkt für Besucher und Gäste der Stadt genutzt werden. Diese Aufgabe ist meiner Meinung nach nicht vom Verein allein zu lösen. Hier müssen die Stadt Mittenwalde, das Amt, die Kirche sowie der Tourismusverband mit einbezogen werden. Nur durch Stadtführung, Besichtigung der wunderschönen Kirche mit seinem Kirchturm und dem Stadtmuseum können Besucher unserer Stadt begeistern und dadurch angezogen werden. Aber wenn wir auch diese Sache gemeinsam angehen, werden wir auch hier eine tragbare Lösung für alle finden. So, meine verehrten Damen und Herren, ich möchte nun meine Ausführungen beenden und wünsche uns noch alle ein paar frohe Stunden. Danke. Werte Damen und Herren, ich würde nunmehr Herrn Dr. Karl-Heinz Rogola ganz herzlich ans Mikrofon bitten. Bei dem schönen Sommerwetter, Sie haben es ja hier schon erwähnt, Herr Amtsdirektor Pfeiffer, wenn Sie feiern, dann ist immer schönes Wetter in Mittenwalde. Und ich hoffe nicht, dass dieser Tag ein weiterer Tag ist, der uns allen Freude bereitet und immer Sonnenschein hier für Mittenwalde bedeutet. Meine Damen, meine Herren, sehr geehrte Frau Schmidt, sehr geehrter Herr Amtsdirektor Pfeiffer habe ich schon erwähnt und sehr geehrter Bürgermeister Lastander, Sie haben ja hier die notwendigen einleitenden Worte gesprochen. Meine Damen, meine Herren und liebe Gäste, zur Übergabe dieses Gebäudes möchte ich einiges sagen. An den Heimatverein möchte ich erinnern, wie es zu meinen Aktivitäten hier für die Herstellung dieses Gebäudes kam. Sollte man an diesem Tag tun, damit man weiß, welche Motivierung dahinter stand. Bei einem meiner Besuche in dieser Heimatstadt ging ich mit dem damaligen Bürgermeister, Herrn Kurzer, über diesen Platz. Ist lange her, Herr Kurzer. Aber doch noch nicht zu lange, dass wir uns nicht noch daran erinnern können. Hierbei teilte er mir mit, dass die Stadt dieses Gebäude für eine D-Mark, wie es heute ja schon erwähnt worden ist, erworben habe und dies hiermit eine Last aufgebürdet hat, weil die Kostenschätzungen für die Herrichtung dieses Gebäudes
circa, damals waren es nur 1,2 Millionen D-Mark nach den ersten Berechnungen betragen würden. Da die Stadt dieses Geld nicht aufbringen kann, steht die Fertigstellung in den Sternen. Der Heimatverein müsse aber irgendwann aus dem damaligen Domizil, dem alten Haus York, heraus. Und dieses Haus würde sich als Ersatzideal eignen. Meine Damen und Herren, diese Information Ihres Herrn Bürgermeisters veranlasste mich, die Stadt und dem Heimatverein bei der Finanzierung dieses Objektes meine Hilfe anzubieten. Lange Jahre, meine Damen und Herren, haben wir und meine Gesinnungsfreunde auf die Wiedervereinigung beider deutschen Teilstaaten gehofft. Und dafür in unserem politischen Wirkungskreis in der damaligen Bundesrepublik, das muss hier mal noch ausdrücklich wieder gesagt werden, manche Prügel einstecken müssen. Wir waren eben der Meinung, entgegen dem Zeitgeist, dass die Teilung Deutschlands nicht endgültig sein könne. Denn mit den Kommunisten hatten wir vor 1933 so unsere Erfahrungen gemacht, die nicht immer positiv waren. Wir vor 1933 waren der Meinung, dass der damalige demokratische Staat verteidigt werden muss. Die Kommunisten waren damals nicht bereit, aus ihrer Ideologie heraus ihren Kampf für die Erhaltung der demokratischen Ordnung gegen die Nazis, die damals staatstragenden Parteien, zu unterstützen. Das ist die Geschichte, die noch gar nicht so lange her ist. Die Älteren wissen das. Aber so ist es gewesen vor 1933 und so konnte Hitler eben nicht verhindert werden. Hitler kam zur Macht mit all den Folgen, Krieg, Vertreibung der Menschen aus dem Osten, denn das Volk, der kleine Mann, ist bei politischen Fehlentscheidungen immer der Dumme und muss oftmals die Suppe auslöffeln, die andere angerührt haben. Meine Damen, meine Herren, ich bin einer der immer weniger werdenden Zeitzeugen der geschichtlichen Abläufe von vor 1933, dann in den weiteren 30er Jahren und in Hitlers Krieg und nach 1945 bis heute, die das alles noch miterlebt haben. Ich habe diesmal bei der Wiedervereinigung viele Fehler registrieren müssen, obgleich ich mich auch neben meinem Beruf der Politik zur Verfügung gestellt habe, konnte ich wenig bewirken. Und so blieb mir nichts weiter übrig, als mich darauf zu beschränken, das zu tun, wo ich meinte, am meisten gebraucht zu werden. So kam mir dann in den Sinn, in meiner Geburtsstadt bleibende Werte zu schaffen. Solche Werte, die die Tradition nach 45 Jahren wirtschaftlicher Pause hier im Osten unseres Vaterlandes und so an die glücklichen Zeiten hiermit meiner Tätigkeit zu erinnern. Als meine Absicht scheiterte, das Haus York damals zu entstehen, bot sich am Saasmarkt 5 die Gelegenheit hierzu an, dieses mein Wirken nicht war zu oder mein Wollen zu verwirklichen. Dem Heimatverein Mittenwalde hatte sich eine Reihe von ideell gesinnter Menschen versammelt, die das Erbe der Vergangenheit bewahren und vermehren wollen. Hier trafen sich meine Interessen mit den ihren. Unsere Wurzeln, die hier liegen, kann man nicht verleugnen. Man sollte sie pflegen. Die Erinnerung daran, wie es einmal war, sollte man wachhalten und die schon jetzt festgehaltene Geschichte ergänzen und sie späteren Generationen weitergeben. Wir alle, die aus dieser Stadt kommen, sollten hieran arbeiten. Wir sollten das Gemeinschaftsleben und die Vereinsarbeit unterstützen. Ein jeder nach seinem Vermögen. Spätere Generationen sollten einmal stolz sein, aus diesem Mittenwalde zu stammen. Diese einstmal reichen Ackerbürgerstädtchen mit seiner wechselvollen Geschichte hat es verdient. Sie ist ein Glied in einer Kette, die niemals abreißen wird mit unserem Tun.
In diesem Sinne möchte ich schließen und uns allen viel Erfolg wünschen in der nun beginnenden Arbeit, die ja nicht einfach sein wird, denn es gibt ja noch einiges, wie ich hier festgestellt habe, zu tun. Vielen Dank. Haus saniert. Insofern diejenige, die ihre Hände auf alle entsprechenden Bauteile gelegt hat, hier einmal an das Mikrofon bitten, nämlich Frau Cordula Standke als Architektin von der Firma Standke und Standke. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, nur Gebäude, die gepflegt werden, überstehen Jahrhunderte und können Zeugnis ablegen von ihrer Geschichte. Die selbstverständliche Form des pflegenden Umgangs mit unseren Bauten ist leider verloren gegangen und muss mühsam wiederentdeckt werden. Das Gebäude, vor dem wir heute stehen, wurde in der Vergangenheit nicht, in seiner jüngsten Vergangenheit, nicht ausreichend gepflegt. Dank der Entschlossenheit der Stadt Mittenwalde und der großzügigen Unterstützung verantwortungsbewusster Menschen, wir haben es in Zahlen eben gerade gehört, konnten die aufgrund mangelnder Pflege entstandenen Schäden durch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen behoben werden. Bei guter Pflege also kann es ohne weiteres kommende Jahrhunderte überstehen und so eben Zeugnis von seiner langen Geschichte ablegen. Ein kurzer Rückblick. Nach Untersuchungen, die vom Landesamt für Denkmalpflege in Zusammenarbeit mit dem Archäologischen Landesmuseum Brandenburg durchgeführt wurden, reichen die Anfänge der Bebauung des Grundstückes Salzmarkt 5 zurück bis mindestens ins Spätmittelalter. Es wird vermutet, dass zu Beginn des 16. Jahrhunderts ein Feldsteinkeller mit einem Gebäude aus aufgehendem Mauerwerk hier errichtet wurde. Gegen Ende des 16., Beginn des 17. Jahrhunderts wurde das Gebäude ersetzt, zweiter Bau, durch ein Fachwerkhaus mit zwei Kellerräumen aus Backsteingewölben. Vermutlich war die hofseitige Flucht mindestens 2 Meter nach Norden in Richtung Hof versetzt. Wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde das heutige Fachwerkhaus, so wie wir es heute jetzt hier sehen, errichtet. Denn erst im 18. Jahrhundert erholte sich Mittenwalde von den Folgen des Dreißigjährigen Krieges und so erhöhte sich die Anzahl der Häuser in dieser Zeit von 177 Häusern auf 250. In diese Zeit fällt auch die Erbauung unseres Fachwerkhauses hier. Das Gebäude wurde im Laufe der Jahrhunderte noch etliche Male umgebaut, blieb aber als solches bestehen. Jetzt kommt ein großer Schnitt. Aufgrund seiner historischen Bedeutung wurde es schließlich 1998 als Einzeldenkmal unter Schutz gestellt. Im Sommer 1998 erwarb die Stadt Mittenwalde das Gebäude für den symbolischen Wert von 1 Mark, haben wir heute schon mehrmals gehört. Zu diesem Zeitpunkt war das Gebäude bereits stark baufällig, bedingt durch jahrelangen Leerstand. Im Herbst 1998 folgte daher als erstes, auch ebenfalls heute schon erwähnt, die Sicherung der vorhandenen Bausubstanz. So überstand das Gebäude den Winter ohne weiter Schaden zu nehmen. Vor dem Beginn der Sanierungsmaßnahmen im Frühjahr 1999 erfolgte eine sorgfältige Bestandsaufnahme und Befundanalyse. Dies war Ausgangsbasis für die Sanierungsplanung, die dann folgte. Das wesentlichste Ergebnis der restauratorischen Untersuchung war, oder das augenscheinlichste, worauf ich auch immer wieder angesprochen werde, dass das Gebäude ursprünglich fachwerksichtig war. Allerdings waren Fachwerk und Ausfachungen in einem wässrigen, gebrochenen Grünton, also im gleichen Farbton gehalten. Wie Sie sehen, wurde dies so wiederhergestellt. In dem dann folgenden ersten von insgesamt 3 Bauabschnitten wurden sämtliche Fassaden instand gesetzt und die Deckenbalken saniert. Sagt sich so leicht hin, an einem Satz, hat eine Menge Zeit gekostet. Bei allen Maßnahmen, die während der Bauphase ergriffen wurden, wurde darauf geachtet,
so viel wie möglich von der Originalsubstanz zu erhalten und dort, wo etwas hinzuzufügen unerlässlich war, in den historischen Baumaterialien zu bleiben. Bei aller wohlbesonnener Rücksichtnahme auf die Historie allerdings sollte jedoch auf eine Anpassung an unseren heutigen Lebensstandard nicht verzichtet werden, sprich, es wurde auch eine behutsame Modernisierung durchgeführt. So wurde eine gasbetriebene Zentralheizung eingebaut, WC-Anlagen konzipiert und das gesamte Gebäude mit einer elektrischen Anlage entsprechend den heutigen Anforderungen ausgestattet. Des Weiteren gibt es fließendes warmes und kaltes Wasser im Gebäude. Das Dach der Remise im Hof wurde ebenfalls neu eingedeckt. Die Fassaden der Remise wurden gesäubert und neu verfugt. Der gesamte erste Bauabschnitt wurde auch heute schon erwähnt, mittels einer Vergabe ABM durchgeführt, das heißt mit Integration von ABM-Kräften. Im zweiten Bauabschnitt, der im September 2000 begann, der erfolgte auch wieder mittels einer Vergabe ABM, wurde das Dach instand gesetzt. Hierbei wurde der alte Dachstuhl in seiner wesentlichen Substanz erhalten und ein neuer Dachstuhl dazwischen gesetzt, sodass dies von außen nicht zu sehen, jedoch für den interessierten Besucher von innen zu erkennen ist. Es wurde dort, wo es möglich war, die alten Fenster erhalten. Ansonsten wurden neue isolierverglaste Fenster nach dem Vorbild der alten nachgebaut. Dann erfolgte der Innenausbau, der sich ebenfalls an den restauratorischen Ergebnissen orientiert. Es wird ein dritter Bauabschnitt folgen im Anschluss, in dem, Herr Lastander sagte es eben schon, folgende Arbeiten noch ausgeführt werden: die Rekonstruktion des hofseitigen Treppenaufganges, Bau eines rollstuhlbehindertengerechten WCs im Hof und auch noch die Hof- und Gartengestaltung einschließlich des Vorgartens mit historischem Zaun. Mit der baulichen Wiederherstellung und Eröffnung des Museums Salzmarkt 5 steht den Bürgern hoffentlich zahlreichen Besuchern dieser Stadt ein historisches Kleinod zur öffentlichen Nutzung zur Verfügung. Ich freue mich für die Stadt Mittenwalde, dass sich das Museum Salzmarkt 5 nun als begehbares Exponat mit 200 Quadratmeter Nutzfläche für Museums- sowie Informationszwecke und auch als Begegnungsstätte, das hoffe ich jedenfalls sehr, präsentieren kann. Ich bedanke mich für die harmonische Zusammenarbeit mit allen am Bau Beteiligten, den Ämtern, den Ingenieurbüros, den Gutachtern sowie den Baufirmen und Handwerkern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben aufmerksam den Ansprachen meiner Vorrednerinnen und Redner zugehört. Dabei haben Sie etwas über die Vorgeschichte dieses Hauses und besonders über die vielen Menschen gehört, die mit ihrem Wirken dazu beigetragen haben, dass ein altes Gemäuer wieder zum Leben erweckt wurde. Dazu brauche ich nichts mehr zu sagen. Stattdessen darf ich den Gedankenkreis schließen und Sie bitten, den Blick auf die zukünftige Nutzung zu richten. Aus der Sicht des Heimatvereins ist der Salzmarkt 5 ein Glücksfall. Der Wiederaufbau des Hauses am Salzmarkt ist für jeden, dem der Erhalt historischer Bausubstanz wichtig ist, etwas Besonderes. Er ist auch ein deutliches Zeichen. Mittenwalde ist sich seines mittelalterlichen Stadtkerns bewusst. Dieses Erbe gilt es zu schützen und zu erhalten. Die Idee, das rekonstruierte Haus und seine Nebengebäude als Stadtmuseum zu nutzen, zeugt von Weitsicht. Es wäre trotzdem wohl eine Vision geblieben, wenn nicht Sie, Herr Dr. Drogola, mit Ihren großzügigen Spenden die Stadt bei der Lösung der schwierigen Aufgabe der Bereitstellung der finanziellen Mittel unterstützt hätten. In der Vergangenheit hat der Heimatverein durch zahlreiche und regelmäßig stattfindende Veranstaltungen das kulturelle Leben im Ort bereichert. Dies soll im zukünftigen Museum Salzmarkt 5 fortgeführt und zum festen Bestandteil des Museumskonzepts werden.
Ziel ist es, das Museum zu einem Anziehungspunkt für Tagestouristen und Reisegruppen zu entwickeln, denen ein kombiniertes Angebot von Museumsbesuch, Stadtführung und Kirchenbesuch geboten werden soll. Die bereits praktizierte Einbeziehung des Salzmarkts in den Tag des offenen Denkmals, unter anderem mit Vorführungen alter Handwerkskünste, zeigte deutlich, wie sehr sich die Lage des zukünftigen Stadtmuseums eignet. Familienfreundlichkeit, die Möglichkeit, behinderten Mitbürgern einen Einblick in das Museum zu gewähren, die Einbeziehung von Hof und Garten sind weitere Stichworte. Bevor Sie sich selbst ein Bild vom Haus Salzmarkt 5 machen werden, möchte ich kurz auf die Nutzung der Räume eingehen. Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich der Empfangstresen mit Kasse und Informationsstand. Ein Raum ist für Vorträge und Veranstaltungen und Sonderausstellungen vorgesehen, sowie Räume für Dauerausstellungen. Auch ein kleines Café ist für die Zukunft geplant. Im Obergeschoss befinden sich weitere Ausstellungsflächen sowie die WC-Anlagen. Das Dachgeschoss ist für Büro, Lager und Archivflächen vorgesehen. So viel erstmal zur geplanten Nutzung der Räume. Es ist verständlich, dass bisher die Aufmerksamkeit der Stadtväter und der Öffentlichkeit auf die Fertigstellung des Gebäudes und den damit verbundenen Sorgen gerichtet war. Dies darf aber nicht den Blick auf den zukünftigen Betrieb des Museums verstellen. Ein so schönes Haus muss auch geöffnet sein. Es muss nicht nur buchstäblich Ausgangspunkt von Stadtführungen sein, sondern auch sinnbildlich der Bezugspunkt der touristischen Aktivitäten werden. Zur Umsetzung des Museumskonzepts sind Personal, Geld und politisches Wollen notwendig. Der Heimatverein arbeitet an entsprechenden Vorschlägen. Die Probleme sind aber so komplex, dass hier die Mitwirkung vieler, besonders der Stadtväter, gefragt ist. Es wird um kreative Lösungen gehen, ähnlich mutig und vorausschauend wie bei der Rekonstruktion des alten Fachwerkhauses am Salzmarkt 5. Wir wollen, dass der Salzmarkt 5 ein Mittelpunkt für engagierte und interessierte Bürger, ihre Vereine und die Gäste von Mittenwalde wird. Vielen Dank. So, verehrte Damen und Herren, ich würde Herrn Dr. Drogula noch mal ganz herzlich zu mir bitten, denn ich denke, nun ist es soweit, den feierlichen Akt zu vollziehen und insofern die Schlüsselübergabe an den Heimatverein gemeinsam vielleicht mit Herrn Paula Sander als Bürgermeister an Frau Schmidt vorzunehmen. Wir haben ja der Stadt dieses kostbare Gebäude hier nach den Worten von Frau Schmidt und von der Architektin, die das hier ja vollzogen hat, zu verdanken. Wenn die Stadt es damals nicht, Herr Kurzer, für eine D-Mark gekauft hätte, wäre es hier nicht entstanden. Nicht? Und so ist es also immer wieder die Stadt gewesen, die hier die Anregung gegeben hat. Zur Schlüsselübergabe in dieses Haus, das ja gründlich nun restauriert und renoviert worden ist und als Museum für Mittenwalde dienen wird, findet äußerlich gesehen die Vergangenheit unserer Stadt ihren Platz. Doch es ist mehr als ein Ort, an dem Vergangenheit bewahrt werden soll. Unser Leben ist letztlich eine ständige Wanderung von der Vergangenheit zur Zukunft. Nur wer die Vergangenheit kennt, kann versuchen, die Zukunft zu gestalten. Indem er das verwendet, was in der Vergangenheit gut war, und das meidet, was schlecht und abstoßend war, wird also der Erfolg bedingt sein. Dieses bedeutet menschlichen Fortschritt. Insofern ist der Zweck dieses Hauses nicht nach rückwärts gewandt, sondern nach vorn, Frau Schmidt. Ich wünsche den Heimatverein Mittenwalde ein erfolgreiches Wirken. Das soll heißen, dass er helfen soll, den Schritt von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft hinein überlegt zu tun. Deshalb lautet mein Wunsch am heutigen Tag, das Haus der Vergangenheit
möge der Zukunft dienen. Bitte schön. Bitte. Ja. Nun haben Sie den Schlüssel bekommen und mit diesem Schlüssel den Fortschritt hier angesehen. So, danke schön. So, bitte schön. Auch nochmal meinen herzlichen Glückwunsch von der Stadt. Wir haben den ersten Schritt getan und werden wir nicht bis zum zweiten Schritt unterstützen. Herzlichen Dank. Ich möchte nur noch kurz erwähnen, Sie werden das nachher sehen, wir haben eine kleine Ausstellung vorbereitet in den Räumen über das Leben und Wirken von Herrn Dr. Drogola. Das möchte ich nur auch noch mal vorab darauf hinweisen. Und ich habe vorhin dann doch noch vergessen, den Strauß an Herrn Dr. Drogola zu übergeben. So, dann. So, altstädtischen Markt sein Siegel verloren. Dieses Siegel wurde vor wenigen Wochen bei archäologischen Suchen auf diesem Markt gefunden und wir sind die Ersten, die es heute hier der Öffentlichkeit restauriert, saniert und wiederhergestellt zeigen dürfen und Sie sind die Ersten, die es sehen dürfen. Und ich denke mal, nicht nur dieses ist ein Highlight, sondern all die, ob Frauen, ob Männer, die gerne Bier trinken, werden sich freuen. Denn wir haben heute hier Mittenwalder Pilsener, für alle, die, die Bier trinken wollen, aber nicht aus Mittenwalde, denn wir haben leider keine Brauerei mehr, sondern aus Mittenwald in Oberbayern. Spaß auch natürlich noch bei den Turmbläsern und bei unserem Chor. Möchte mich aber auch noch einmal ganz herzlich bei dem Spielmannszug bedanken, der Sie hier eingeleitet hat, diesen herrlichen heutigen Tag. Und ich denke mal, insofern dürften dann nun die Ersten durch diese Türe schreiten. Alle, die vielleicht beim ersten Mal nicht durchpassen, sollten den Eingang zum Hof nutzen. All die Weihe, es dürfen auch nur maximal 10 Personen, 10 Personen in jedem einzelnen Raum sich aufhalten. Jedenfalls in den Obergeschossen. Sonst ist das mit der Statik so eine Sache. Und wir wollen ja, dass das Haus etwas länger steht und sicher für die Zukunft erhalten bleibt. Insofern denken Sie bitte daran, wenn Sie einen Raum betreten, möglichst nicht mehr als 10 Personen. Auf der anderen Seite haben wir auf dem Hof vorbereitet, passt zum Wetter, die Firma Sunshine Catering, ein ordentliches Speis und na, Trank habe ich schon angekündigt. Insofern herzlich willkommen. 1988. Ich bin einer, der so ein bisschen in der Vergangenheit wühlt, neben dem Beruf als Arzt und betreibe Familiengeschichte. Und der 4. Propst von Mittenwalde war Simon Rose. Simon Rose hat nur aus 3 Ehen und 14 Kindern nur einen Nachkommen gehabt. Der wurde Magister und Rektor der Neuruppiner Lateinschule. Und wir haben aus den Familiennachlässen nicht sehr vieles erhalten bekommen, sondern es hat sich vor allen Dingen eine Stammtafel erhalten, auf der fast neben dem Simon Rose, sie ist ein bisschen eigenwillig gestaltet, der berühmte Baumeister Karl Friedrich Schinkel verzeichnet steht. Und ich habe das schon bei anlässlich des Richtfestes mitteilen können. Karl Friedrich Schinkel ist nach allem, was wir jetzt erforscht haben, ein Urenkel des Propstes Simon Rose. Mittenwalde hat also nicht nur berühmte Söhne, sondern auch einen sehr berühmten Urenkel. Und ich habe das, die Vorfahren der Familie Schinkel oder des Baurats Schinkels zusammengefasst in einem Buch, das jetzt erschienen ist. Und das möchte ich dem Heimatmuseum gerne überreichen. Es wird vielleicht immer mal Interessenten geben, die sich dafür interessieren, was aus Mittenwalder Bürgern sich fortgepflanzt hat. Die Familie Rose hat sich ausgebreitet über Neuruppin nach Hamburg, Amsterdam, nach Malaga bis Sri Lanka. Allerdings auch nach Berlin, wo Wissenschaftler dazu gehören. Und ich denke, dass eventuell Interesse bestehen kann. Wenn eine Bibliothek oder eine kleine Sammlung von Schriften entstehen sollte oder schon vorhanden ist, dann möchte ich Frau Schmidt dieses Buch zu treuen Händen, sagen wir mal, übergeben und hoffe, dass es auch Leser findet. Herzlichen Dank.
1, 2, 3.